Da steht ein Hecht. Er kommt. Jetzt ist mir warm. Oh, eigentlich war das hier nur ein Zwischenstopp, weil ich will mich jetzt noch mal mit Martin treffen. Und zwar geht es jetzt noch mal auf Wels. Also, vielleicht schnippeln wir das alles hier mit in einen Film rein. Und dann geht es jetzt weiter. In ein paar Minuten, ihr braucht nicht lange zu warten, was ich für einen Scheiß erzähle. Oh Mann. Also ich fahre jetzt auf jeden Fall zu Martin. Ich habe noch ein paar Kilometer vor mir. Und dann geht's weiter mit Wels. Bis dann. Ciao. Und geht's weiter hier in unserem Wels-Programm? Heute geht's weiter. Ja. Grüß es doch erstmal jetzt hier die Menschen. Hallo, liebe Zuschauer. Ein Gruß ganz besonders von mir. Und du? Warum ganz besonders von dir? Ja, weil du dich selbst begrüßt. Ach so, ja, dann von mir auch nochmal hallo, herzlich willkommen. Hör auf, komm, wir fangen einfach an, lass den Firlefanz da. Ja. Also, wir sind wieder vor Ort, ganz besonders unterwegs, heute geht's auf Wels. Das dritte Mal? Ah, zweieinhalbte Mal. Die zweite Nacht. Die zweite komplette Nacht, ja. Ja, wir haben gut. Zweimal eine halbe Nacht. Ja. Das heißt halbe Nacht, bis um 23:30 jeweils. Ja, ja, ja. Aber das können wir nachher nochmal näher erzählen. Ja, ja. Also, wir legen los. Also, wir sind gerade angekommen. Heute ist der Bollerwagen nicht umgefallen. Hier steht er noch ganz komplett. Und ganz oben auf liegt auch schon was, was ich jetzt gleich zum Einsatz bringen werde. Ob ich jetzt die Einzelteile direkt jetzt erkläre oder ob es ein Geheimnis bleibt, weiß ich noch nicht. Ihr müsst halt genau zuschauen, was wir mit dem Gerät jetzt hier anstellen, weil das ist der neue Abspann-Martopult. Oder das sagt man doch, oder? Das Abspann-Martopult. Ja, sieht abenteuerlich aus. Ich bin mal gespannt, komm was her, ich zeig, komm her, lass mich zeigen. Achtung. So, es ist los. Hier. Achtung. Achtung jetzt. Habe ich gestern gebastelt. Hier. Das ist doch abenteuerlich. Stereo. Ja. Ist das. Vor allen Dingen kannst du hier ganz alleine abspannen. Du brauchst also keine zweite Person, du brauchst keine zweite Route und du kannst überall abspannen. Mhm. Das, zwei Rollen auf einer Route, das habe ich noch nie gesehen. Ja, das gibt es nur hier bei uns. Also, das wird es bald zu kaufen geben. Ja, bald von uns. Wahrscheinlich von uns, wie wir ja selber bauen. Das war also ein Kleiderbügel, der sich hier im Inneren des Kunststoffrohres hier befindet. Mir ist hier vorne schon eine Ecke abgebrochen. Willst du das jetzt komplett vorstellen? Das tut aber der Funktionalität keinen Abbruch. Nee, wir legen einfach damit aus und lasst euch überraschen. Wir legen los. Ihr könnt euch erstmal einen Augenblick hier umschauen an unserer Stelle. Währenddessen bauen wir auf und dann geht's weiter. Gut. Thank you.
sitzt denn die Pose? Das hat ja erstaunlich gut funktioniert, würde ich sagen. Sollen wir da in Serie gehen? Was meinst du? Ja, das könnte was werden, wobei das schon sehr, da musst du schon erfahren sein, gell? Ja, da musst du, um sowas überhaupt bedienen zu können. Da musst du das sind ja mindestens zwei Routen gleichzeitig und drei Rollen gleichzeitig. Ja, das sind, also da brauchst du mindestens bald 30-jährige Angelerfahrung, um damit umgehen zu können. Also fehlerfrei vor allen Dingen und gleich beim ersten Mal. Bin gespannt, aber die Pose sitzt gut. Die sitzt spitze da, also direkt an der Strömungskante. Ich könnte sie noch ein kleines Stückchen weiter runterlassen. Nein, ich glaube, da ist ganz gut. Ja, ich glaube es auch, weil da ist eine schöne Kante, die da so runtergeht. Ja. Und direkt da entlang könnte was kommen. Ja. Jetzt darf ich aber auch meine setzen. Jetzt bist du dran, jetzt darfst du deine setzen. Ich habe eine ganz einfache Montage. Ah, kann man auch. Kann man auch. Hosenmontage. Ja, sehr gut. Aber mit Überblei. Oh. Auch was Geheimes. Kennt man sowas? Nee. Oder? Brauchen wir auch nicht. Ja, wollen wir es verraten? Wobei, ich glaube doch, sowas gibt es doch schon irgendwie. Ich glaube, beim Hechtangeln hat man sowas schon mal gemacht. Ganz früher. Ganz, ganz früher. Das würde Alfred und der Heinrich, die würden das noch kennen. Die kennen aber das. Ganz. Aus dem FF. Ja, ja, der Jan Ecker ist bestimmt auch noch. Kennst du den? Klar kenne ich den. Ja. Ja, ein bester Kumpel hier vom Heinrich und vom Alfred. War ja erst in Holland, ich habe ihn mal besucht. Ja, und? Ja. Hat er vom Heinrich erzählt, was er da drüber als gebracht hat? Ja, ja. Na ja, komm, gut, auf, leg aus. Also, halt die Kamera. Ja. Da, Achtung. Ja. Zack. Wie eine Eins. Da sind Zitronenscheiben dran. Mein Baitholder. Alles klar, ich verstehe. Erste Ohrstöppel. Ihr, ach. Ihr Stöffel. Ne, wie heißt denn das auf Englisch? Stöppel. Stöppel. Ihr. Earplugs. Earplugs, das hört sich gut an. Earplugs. Earplugs, genau. Ja, hier ist meine Montage. Posenmontage. Aber hier mit gleitendem Überblei. Ja. Na dann. Wirf sie den Welsen dem Fraß vor. Zum Fraß, nicht dem Fraß. Hier unter dem Baum, und wenn die da hinter diesem Busch lang ziehen könnten, treffen sie genau auf deinen Köder. Ist natürlich noch ordentlich Suppe drauf, gell? Ganz schön Druck. Ja. Aber da hinten drunter ist ja so eine richtig tiefe Ausbuchtung da hinten rein. Aber ich will nicht noch weiter runterlassen. Ja, dann kriegst du nicht mehr hoch dann. Nee, dann krieg ich nicht mehr hoch. Jetzt sag mal, jetzt mal, weil ich bin extra ruhig gewesen jetzt und hab's nicht noch erwähnt, weil ich es gemerkt habe. Ja, ist so. Der geht noch hoch. Ist so. Erzähl nichts. Gut. Bist Anzeige dran? Ja. Klingelt schon bei dir im Säckel. Zupft schon. Beep.
Komm, mach da einen Piepser dran, dass es gleich rappeln kann. So. Jetzt mache ich meine Aalroute fertig. Ach so, endlich sind 4 Routen im Wasser. Zweimal Wels, zweimal ja, Aal Allround, Grund, Tauwurm, Fisch. Oder? Bist du auf Fisch aus mit der einen jetzt hier? Bei dir hat es auch schon geschlagen eben. Ja, ich fange jetzt erstmal mit einem Aal an. Einen April-Aal. Eine gute Idee, weil bei mir hat es auch schon geschlagen hier hinten. Ich habe ja meine hier oben liegen. Ich glaube, letztes Jahr um die Zeit hatte ich hier auch einen Aal gehabt. Ja? Dann könnte das ja dieses Jahr wieder was werden. Guck's, wackelt als. Ist natürlich auch Mats Druck da. Aber ich denke, unter Wasser, also jetzt unterhalb von der Hauptströmung hier, da macht es ein richtiges tiefes Loch. Und da dürfte es ruhig sein, da unten. Da sammelt sich die Nahrung und der Fisch. Der Futterfisch und somit auch gleich Magnet für die großen Welse, das müsst ihr euch mal merken. Kann man doch sagen, oder? Ist doch nicht falsch. Ja. Was lachst du da? Das darf da wohl nicht wahr sein. Wenn ich hier Tipps los werde, lachst du mich aus. Ja, hast du eben gehört. Ja, ich habe sogar gesehen. Ja. Ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Erzähl du weiter. Ich konzentriere mich. Nee, da wackelst du hier die ganze Zeit. Oh je. Naja. Das Rute gleich weg. Ach, Quatsch. Da muss erst mal was Richtiges kommen. Ja, ich würde sagen, dann warten wir, bis es weiter dunkel wird. Ist ja schon fast. Also bei mir hinten sieht es noch fast. Ich habe ja ein bisschen aufgeräumt, bisschen. Also zumindest weg. Aber es sieht immer noch etwas aus wie Kraut und Rüben. Aber das ist egal, wenn es dunkel ist, sieht es ja keiner. Oder schimpfst du mich dann? Ich habe ja hier alles so weit hier. Die Bahn ist ja alles frei. Ich habe ja alles nur unter meinem Bett stehen. Wenn ich dann nachher die Fußklappe runterlasse, ist alles weg. Mhm. Mein Bollerwagen, hast du den dahin in die Brennnesseln geworfen? Ja. Aha. So. Hab schon gedacht, habe ich den noch gar nicht hingefahren. Gibt's nachher zu essen? Vor allen Dingen habe ich ja beim letzten Mal schon festgestellt, dass meine 2 Hinterreifen platt sind. Also nicht ganz, aber so ein bisschen platt. Und da wollte ich Luft drauf machen. Meinst du, ich hätte da Luft drauf gekriegt? Da hat sich von dem vorherigen Fahren mit dem Bollerwagen der Schlauch innen so weit verdreht. Was schreist du denn eigentlich so? Damit die Leute mich hören. Ja, aber das hören die doch auch. Ich kann nicht leise reden. So. Also auf jeden Fall waren die Reifen innerlich, also ich muss jetzt ein bisschen flüstern, also innerlich waren die so weit verdreht, dass ich gar nicht den Aufpumpschnuddel auf diesen Pümpel da drauf gekriegt habe. Ja, das kenne ich von meinem Schubkarren. Ja. Der ist schon, ich glaube, 60 Jahre alt. Damit haben meine Eltern schon gebaut. Ja. Und da ist ein Schlauch drin, der sich dann, der wird ständig platt. Ja, ja. Und dann, und wenn du dann trotzdem, wenn du dann trotzdem weiterfährst, also was mir dann macht. Schlauch ist ja, aus China wahrscheinlich, der keine Kontermutter hat. Ja, ja, innen drin vor allen Dingen. Genau, und die waren verdreht. Ich konnte nicht aufpumpen. Der ist genauso. Also ich bin jetzt wieder genauso platt hierher gefahren wie beim letzten Mal. Ich müsste echt mal komplett platt machen, rausmachen und neu justieren. Kann ich den machen nachher? Da hatte ich aber komplett platt machen. Nee, lass mal. Da habe ich aber jetzt erstmal noch keinen Bock drauf gehabt, das zu machen. Ich meine, es geht ja, wenn es so ein bisschen ausgewogen ist, die sind ja gleichmäßig platt. Also es ist ja nicht so, dass einer tiefer, oder die sind ja, es muss ja dann schon ausgewogen platt sein, der Reifen, also hinten. Vorne ist ja die Last, da wo die Zuglast, das Zugpferd dran zieht, da war ja noch alles richtig gut. Na gut, egal. Was erzählst du da den Leuten eigentlich die ganze Zeit? Was mir so zugestoßen ist schon die letzte, beim letzten Mal. Da habe ich es halt nicht erzählt. Jetzt werde ich es los. Aber ich bin schon ruhig. Ich konzentriere mich jetzt hier auf meine dicke Pose. Da spielt die Musik. Genau. Gleich. Gleich ist die Route krumm. Na? Alles ab. Das war knapp. Ich lege die jetzt mal um. Das war jetzt hier direkt ufernah ins ganz ruhige. Und
da werde ich jetzt fangen. Jetzt umgeswitcht auf Aal. Jetzt gleich geht's los. Dann muss jetzt der Aal dran glauben. Naja, und da. Das war ja vorhin schon ein Aal, der mir den Wurm geklaut hat. Und jetzt. Aber da ist ganz ruhig hier vorne. Und auch, glaube ich, nur so einen Meter tief vielleicht. Da ziehen die jetzt rein. Das schließe ich nicht aus. Bin ich gespannt, das wird gleich los. Ja, das ist gerade unter der Rutenspitze. Es geht gleich los, denke ich. Na gut, ich habe ja jetzt beide auf Wels gelegt. Bei mir wird der Aal wahrscheinlich sehr, sehr zufällig hängen bleiben. Aber ausgeschlossen ist ja auch nicht, hatte mir letztes Jahr auch schon gehabt. Naja. Auf die Monster-Drillinge, den richtig fetten. Wobei es für unsere oder für unseren Fluss hier noch recht früh ist für Aal, gell? Ja, ja, ja. Geht es ja eigentlich erst immer so Mitte Juni los, Ende Juni eigentlich. Ja, ja. Aber in der richtig heißen Phase dann, also wenn das Wetter auch richtig heiß ist. Das Wasser hat ja noch 11 Grad, ja, mehr nicht. Zumal. Ja. Na gut, aber viele Fische sind schon aktiv. Ja. Und zwar äußerst aktiv. Ja, ich konnte jetzt nach meinem Urlaub innerhalb einer Woche, was habe ich denn alles gefangen? Ach, ich weiß gar nicht. Bachforellen, mehrere. Ja. Karpfen, auf die Fliege. Ja. Ein Wels und ein Hecht. Ja. Gucken, ob jetzt heute vielleicht nochmal eine neue Fischart dazu kommt. Der Aal. Aal, ja, wie sehe ich ja jetzt hier unten an, hier, den Aal. Und dann natürlich den Wels nochmal. Ja. Später wird da eine andere Route ausgetauscht. Da spekuliere ich ja auch jetzt also in voller Gänze drauf. Da dengel ich nämlich dann hier unten die U-Pose rein. Und dann ist Ruhe. Ist Ruhe im Schacht. So sieht's aus. Schicht im Schacht. Ja, die letzte Woche hat's wohl richtig einen Schuss nach der Hechteröffnung. Da ging's ja, also
bis zur Hechteöffnung, kann man ja sagen, war es ja absolut tot. Also da so wenig wie dieses Jahr, weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt jemals schon gefangen hatte. Mhm. Da war ja gar nichts. Also es ist ja nicht so, als wären wir nicht gewesen. Wir waren ja auf Karpfen, wir waren schon auf Wels im März, April, also Anfang April. Dann auf Brassen sowieso, der ganze Winter durch und nicht einen einzigen gescheiten, also nicht mal einen ungescheiten Fisch hatten wir doch gehabt. Wir hatten auch, oder haben ja immer noch erhöhtes Wasser und das hatten wir ja eigentlich seit Januar, ja, ja, kann man sagen. Durchweg. Und das ist deutschlandweit der kälteste April seit 92 Jahren. Hm. Scheiß Klimaerwärmung, sag ich da nur. Tja, siehste. Ja. Ja, weil trotz Hochwasser hatte man ja letztes Jahr wunderbare Brassen fangen können. Dieses Jahr gar nicht. Nee. Null. Nächtelang auf Karpfen angesessen. Ja, kannst alles vergessen. Musst du dir mit der Fliege holen? Ja, ja. Wir können ja mal so ein paar Dinge hier einblenden, die ja, das dokumentieren, was Ansitzangler nicht erleben. Nämlich, dass, ja gut, Filmclips haben wir ja davon wenig. Nee, nur Foto, oder? Nur Fotos, die können wir ja mal einblenden. Also der Tom hat einen wunderbaren Schuppenkarpfen auf die, ja, selbst zusammen, erzähl doch, wie du die Nymphe gezwirbelt hast. Erzähl so ein bisschen, gut, was du. Ja, ich war ja Streamer auf Hecht. Ja, wie so oft dann bei diesen ganzen Aktionen, gell? Ja, und wenn man dann Strecke macht und dann Hecht und Karpfen teilen sich ja oft die gleichen Reviere. Mhm. Und dann trifft man öfters mal auf Karpfen, die man dann sieht. Und so auch, ja, vor, wann war das denn, ein paar Tagen jetzt? Ja, ist gar nicht so lange her. Habe ich da 4-5 Karpfen gesehen und hatte ja die Streamerrute dabei, die Hechtrute, und dann halt nur ein 20er Vorfach habe ich noch gefunden in meiner Tasche. Das habe ich dann angeknüpft direkt ans Stahlvorfach, nochmal so einen halben Meter 20er Schnur dran, und dann hatte ich nur noch meine Nymphenbox, also die Forellennymphen eigentlich. Und weil man die ja so schlecht sieht, also die Fliege sollte man ja sehen beim Karpfenfischen, habe ich mir da einfach Bissanzeigerwolle in der Farbe Gelb. Hast du ein gelbes Schaf drum gesponnen? Drum gewickelt, ja. Vor Ort. Ja klar, und dann gab es halt die, sozusagen die Maisfliege. Mhm. Und die ist dann auch schön langsam abgesunken. Ja, und nach einigen Versuchen wurde sie eingeschlürft von einem Karpfen. Mhm. Gab es einen schönen Drill am 20er Vorfach. Ja, spektakulär. Aber so eine 20er Schnur, die musste auch erstmal an der Fliegenrute zerreißen. So einfach ist das gar nicht. Ja, mal. Die federt doch schon einiges ab, gell? Ja. Das ist sowieso immer erstaunlich, wie leicht man eigentlich so riesig schwere, also schwergewichtige Fische mit so einer Fliegenrute bändigen kann. Also die, ja, die Karpfen, ja, ja. Die ziehen da 5 Meter weg und dann geht das wie so, wupp, dann kommen die einfach hoch. Mhm. Du mit dem Maul hier, kommen die mal kurz aus dem Wasser raus und dann drehen sie um und dümpeln, das musst du halt machen, auf engstem Raum. Immer mal wieder ein bisschen Luft schnappen. Ja, ja, und dann sind sie sehr, sehr müde schnell. Ganz, ja, kurios ist das. Weil das ist, der Biss erfolgt ja auch im Nahbereich. Das sind ja 2-3 Meter. Hm. Das ist ja alles auf Sicht. Hm. Und dann hat er natürlich, dann ist es natürlich etwas anderes, als wenn du jetzt hier, keine Ahnung, 20-30 Meter Schnur draußen hast und kriegst dann einen Biss. Und dann noch 5 Meter Tiefe. Ja. Nee, das ist dann halt. Ja, und genauso ähnlich ging mir es ja dann auch. Da habe ich den ja auch gesehen, angeworfen, ganz leicht absinken lassen. Auf einmal 10 cm davor lag dann hier meine Pop-Up-Maisfliege auf dem Grund. Mhm. Und dann habe ich gedacht, auch schon wieder nichts. Unzählige Male schon probiert davor. Auf einmal setzt er sich in Bewegung, das U-Boot, zieht drüber und in Zeitlupe, der hat ja nicht immer den Rüssel ausgefahren. Der hat ja nur, ich glaube, nur während der im Stand Vakuum gezogen. Und dann kam, und auf einmal war die Fliege weg.
nur angehoben, Explosion kurzzeitig, ja, und 5 Meter nur weggezogen. Mhm. 5 Meter und dann hatte ich ihn oben, dann ist er die ganze Zeit nur hier wie Gassi gegangen, mhm, an der Fliegenrute. Wenn du dir das an der Karpfenrute vorstellst, da kreischt dir die Bremse. Da musst du 40er, 45er Schnurrball drauf haben, wenn du auf so nahe Distanz angelst. Mhm. Und da, gut, ich hatte ja relativ, wie du es hast, am Stahlverfach nur, ich glaube, bei mir waren es nur 40 oder 30 Zentimeter, mhm, was ich noch in meinem Hemdsäckel da drin hatte, alte Schnur. Ja, das muss man aber jetzt wieder machen. Ja. Zu den Streamern immer mal so ein Döschen mit Karpfen fliegen. Ja. Ich wollte mir noch unbedingt welche machen wieder, aber... Und dickeres Mono vorfahren. Ja. Damit man da so ein bisschen auch dagegen halten kann. Also der Drill allein ist ja nicht das Gefährliche. Das Gefährliche ist dann kurz vorm Köchern. Wenn du dann, ja, da auf Nahbereich die Rute überspannt hast sowieso und dann mit dem kurzen Köcherstiel dann da rumstocherst... Mhm. Das war ja sowieso mein Problem. Ich hatte ja noch den Forellenkescher. Ja, du darfst doch nicht mit so Kinderzeug losziehen. Der Karpfen, der ging ja erst nach dem dritten Kescherversuch, glaube ich, gerade so rein. Mhm. Aber also viel größer hätte er gar nicht sein dürfen. Ja, siehst du, da hast du ja Glück gehabt, dass der nur... Bei den 4 oder 5 Stück, die ich gesehen habe, da war ein größerer dabei. Also der hätte definitiv nicht in den Kescher rein. Das ist auch, wenn er, war auch gut, dass wenn er nicht gebissen hat. Hätte gleich ins Genick beißen müssen und hätte ihn direkt vor Ort eingeschlürft. Den großen. Mhm. Ja, ja, so ist es. Ach, herrlich. Also Karpfenangeln auf Fliege, ein Traum. Wirklich. Mhm. Aber da kann man wirklich, also dort, an dem Moment, wo ich dann den Karpfen gefangen hatte, also die Momente davor, ich glaube, da hatte ich so eine Frisur wie du. Weil ich mir so die Haare gerauft habe, ich bin verzweifelt. Ich habe da etlich immer mal welche gesehen, weißt du, die kamen dann hoch, da wirfst du hin, zack, ziehst bei. Das interessiert die einen Scheißdreck, gar nichts. Und dann kommen sie, gucken, drehen um, weg. Ja. Ich weiß nicht, was da auch manchmal den Biss auslöst. Das ist, ich glaube, die sehen oftmals die Fliege gar nicht. Aber ich hatte auch schon den Fall, dass sie die Schnur gesehen haben, ja, ja, und dann geflüchtet sind. Also nicht einmal die Fliegenschnur, sondern einfach nur die Vorfahrschnur. Hm. Das war bei mir auch da einmal. Da habe ich hingeworfen, oh, der kommt hin. Ich meine, das war, glaube ich, mit 35er Schnur. Ich hätte ja nur so einen Stummel noch da einstecken gehabt von irgendwas. Mhm. Da kam er hin. Und dann hat er auf einmal eine Kehrtwendung gemacht und ist wie ein Rakete ab. Zack, voll weg. Ja, irgendwas gemerkt. Weg verschreckt und naja, gut. Aber es hat letztendlich, hat es geklappt. Und da sitzt du dich nächtelang hin auf Karpfen und das kriegst du nicht mal einen Biss. Also entweder bin ich da, also ich bin vielleicht zu blöd dafür. Na gut, du angelst dann wahrscheinlich in dem Moment da, wo keine Karpfen sind. Das ist es halt einfach. Das ist hier es im Fluss oftmals. Ist das so. Die sind halt einfach entweder da oder immer nicht on Tour. Ja, und da, wenn man sie sieht halt beim Fliegenfischen oder beim Hechtstreamern und da ist einer da und man kann es sofort umswitchen, dann ist das natürlich dann ein Bonus, den man hat. Ja. Der oftmals auch in die Hose geht, wo gar nichts passiert. Klar. Aber es klappt auch. Ab und zu. Ab und zu. Und diesmal ging es doch relativ fix. Mittlerweile muss man sagen, eigentlich regelmäßig. Ja, ja, ich meine, irgendwann haben wir es ja auch mal raus. Also so ein bisschen was haben wir auch raus. Kann man sagen, oder? Ja. So ganz so blöd sind wir auch nicht. Nee. ja, und dann habe ich mir gedacht, nachdem du deinen Karpfen hattest, da hole ich mir doch auch noch mal einen. Mhm. War auf der Suche nach Karpfen, aber habe keine gesehen. Hm. Aber ich habe einen Hecht gesehen. Und dachte, der wäre so um die 70 cm. Dann ja, stehen angeworfen, aber das können wir ja auch mal einspielen jetzt, oder? Ich glaub, das habe ich gefilmt. Ja, das schauen wir uns jetzt gerade schnell an. Ja. Da steht ein Hecht. Ein 70er ungefähr.
Das Klima ist noch nicht so weit. Er kommt. Geil. Nass. Jawohl. Aufsicht. Wie geil. Ja, Mann. Ah. So kann man sich irren. 70 habe ich geschätzt. Der hatte genau 90 cm. Aber abgeleicht, sehr, sehr schlank. Ja. Geil. Schöner Hecht. Das ist natürlich ein Einschlag hier. Hattest du das schon mal? Ein Hecht auf Sicht? Ich hatte mal einen, der kam bis vorne nach, hat sich dann direkt neben hingestellt. Und dann habe ich gedacht, oh, das war auch ein schöner. Neben dann gestanden im flachen Bereich und habe ich dann noch einmal mit dem Streamer einfach überworfen in die Mitte vom Fluss, hat dann beigezogen, dass der Streamer dann genau so hingependelt ist vor der, und auf einmal dreht er um und macht einen Schlag, bam, und ist auch drauf gebollert. Den habe ich auch vor mir stehen sehen die ganze Zeit, nachdem er danach kam, und hat den dann direkt gegriffen. Der war, ich glaube, das war so ein 85er oder so 87, also so rund knapp unter der 90. Ich glaube, das hat man gar nicht so gesehen. Dann, also ich habe es halt gesehen. Der stand hier mit dem Kopf, sage ich mal, in diese Richtung. So, also hier war der Kopf, da hinten war der Schwanz. Und dann habe ich ja in die Richtung in den Streamer geworfen, umgezogen. Dann hat der einmal so eine, ja, kann man sagen, 180-Grad-Kurve gemacht. Hat sich ausgerichtet, ist kurz hinterher gemacht und auf einmal wupp. Und dann aus dem Nichts mit einer Beschleunigung, gell? Das ist faszinierend. Ich habe mir ja der schnellste Fisch, glaube ich sogar. Ich weiß gar nicht. Der Hecht. Süßwasserfisch. Da müssen wir nochmal googeln. Zumindest hier bei uns. Ja. Meine, das ich hätte ich mal irgendwo gelesen. Also auf kurze Distanz halt, dann, wenn der da zuschlägt. Also das. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil ich habe ja versucht, Zeitlupenaufnahmen zu machen bei 60 Bildern pro Sekunde. Bei dem letzten Karpfenfilm, wo ich auf Karpfen gesessen habe, wo ich dann am Morgen dann noch aus reiner Verzweiflung noch mal ein paar Mal zum Streamern gestoppt hat. Und ich habe tatsächlich versucht, den Biss so, ob der Hecht, also ich weiß gar nicht, wie ich sage, so, wie der Hecht aus der Tiefe rauskommt zu dem Streamer hin. Ich wollte den Moment festhalten, wo er kurz vor dem Streamer ist. Das ist unmöglich. Entweder ist nichts oder Maul. Also es geht so schnell. Da musst du mal googeln, wie schnell die sind. Ich meine, das hätten die mal irgendwie gemessen. Gutes. Irgendwelche. Also in meinen Augen wahnsinnig Menschen. Schnell. Ja, wahnsinnig schnell sind die. Ja. Ist ja auch egal. Hauptsache, sie kommen an und wissen, wo der Köder ist. Aber ich glaube trotzdem, es haben noch nicht alle Hechte abgeleicht hier bei uns. Nee. Weil ich hatte nämlich zwei Tage zuvor an anderer Stelle auch einen Hecht stehen sehen. Also dieses Jahr ist echt komisch, gell? Da sehe ich so viele Hechte. Da hatte ich an dem Tag hatte ich sogar drei gesehen. Ui. Jedenfalls, ich hatte den einen gesehen, habe den angeworfen.
Und in dem Moment sehe ich, das ist ja gar nicht eine, das sind ja sogar zwei. Hm. Und da stand wahrscheinlich, also waren der Rogne, also das Weibchen, und das etwas kleinere Männchen direkt Bauch an Bauch. Also die haben noch gekuschelt. Aha. Und das hat die null die Bohne interessiert, dass ich da meinen Streamer vorbeigezogen habe. Und also ich denke mal, dass die beiden halt noch im Paarungsmodus waren. Die habe ich dann auch irgendwann gehen gelassen. Na ja, klar, auf jeden Fall. Das ja, macht mehr dann. Sollen die sich erstmal vergnügen miteinander. Genau. Und dann, ja. Ja. Oh. Oh, da leuchtet was. Was gebimmelt ist. Jawohl. Da kommt er doch. Wie prophezeit, so geschehen. Sag Aal. Der hat schon reingeballert, hä? Ja. Petri Heil. Ja, Petri Dank. Das ist ein Gute. Jetzt gibt es erstmal hier einen neuen Wurm. Ich hole mir jetzt noch einen Aal. Noch einen größeren. Der war ja dann doch ein bisschen mager, glaube ich. Ja, allerdings. Aber trotzdem, der erste Aal im Jahr 23. Mhm. Schön reingerannt ist er, gell? Wie prophezeit. Wir fahren aus dem ruhigen Kessel. Tja, kam der Aal. Die Strömung schießt dran vorbei. Nebendran ist so ein ganz ruhiges Loch, sag ich mal. Und da steht der Aal. Aber der war noch sehr, sehr mager. Ja. Zu Jahresbeginn. Also der hat noch nicht viel auf die Schuppen gekriegt, oder? Aal hat keine Schuppen. Naja, ist egal. Auf die Rippen. Ja. Hat er Rippen? Die hat er. Gräten. Gräten. Nee, der war wirklich noch ein bisschen dünn. Aber gar nicht immer so. Also winzig war der nicht. Nee, aber wirklich noch. Ja. Nicht viel dicker als ein Finger dick. Finger. Bisschen vielleicht mehr. Oder. Naja. Aber egal. Jetzt läuft, also es läuft dieses Jahr jetzt, oder? Jetzt, ja, man muss sich erstmal. Alles, was ich mir vornehme, klappt. Man muss sich einangeln lassen. Man, die ganze Zeit musst du erstmal blänkern. Du musst erstmal die ganze Blänke, Nächte, Tage, was auch, musst du ganz am Anfang ans Jahr setzen, damit du die abhandelst. Also. Gut, die nehmen wir ja mittlerweile mit Bravour. Ja, ja. Mit Gelassenheit. Wir, aber ganz gelassen. Absolut. Lassen wir uns nicht aus dem Konzept. Ja, überhaupt nicht. Dann machen wir trotzdem weiter. Genauso nach dem selben Strom. Weil wir ja genau wissen, und das ist ja wirklich so, dass es irgendwann wird der Schalter umgelegt. Und dann knallt es. Und es ist jetzt so. Weil ich habe mal, nachdem ich den Karpfen da gefangen habe, habe ich gesagt, ich fange jetzt nur noch. Habe ich einfach gesagt, zack. Und so ist es. Ja. So wird es gemacht. Also erst den Hecht gestreamert, batsch, zack, raus. Jawohl. Mhm. Und Karpfen, paar Tage später, zack, Karpfen auf die Fliege rausgeleiert. Problemlos, also mit einem lockeren Schulterzucken, wirklich. So ist es. Ja. Und jetzt zieh mir die Welse ein nach dem anderen. Hast doch gesehen? Du ziehst den Hecht raus, kommst hier zu mir an den Welsplatz, hockst dich dazu, dauert noch keine anderthalb Stunden. Ja, so ungefähr, ja.
Und dann macht es beep, 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 zack. Dann habe ich da gehängt wie ein Aff. Ja, das haben wir leider nicht gefilmt. Beim Landen. Die Stelle an sich war ganz interessant, aber zum Landen eines Welses am Steilufer nicht so ganz geeignet. Ja, da ist er doch. Das ging schneller als gedacht jetzt, oder? Ja. Geil. Genau ein Meter. Ja. Ein Meter. Krass. Super. Wobei, es sah ja erst noch ganz gut aus. Da war ja unten, also normal sah das wie so Steine aus, also im Dunkeln zumindest. Also wie so eine Trittfläche, wo man sich hätte schön draufstellen können. Und dann habe ich ja versucht, nachdem du den dran hast, oh, Fisch, Fisch, Fisch. Ich dachte, jawohl, ich gehe jetzt da runter, zack, hingedackelt, unten drauf gedreht. Oh, ich dachte, oh Mist, das gibt ja nach, das ist ja gar kein Stein. Das war ja so eine Wurzel, die so absolut brüchig war. Und da habe ich gesagt, nee, wenn ich da jetzt draufstehe und mich dann runterbück, dann macht es einen Schlag und dann liege ich im Wasser drin. Und da war aber neben noch so ein Baum, der ging dann so seitlich da so schräg hoch. Mhm. Dann habe ich mich dann halt hier mit einem Arm so rumgewunden, mit dem anderen Bein auch. Und dann so, ich weiß gar nicht, wie soll man sagen, wie ein Affe. Ich da fast, das meint man gar nicht, gell? Meint man gar nicht, so wie gelenkig ich doch sein kann. Also wenn es gilt, dann gilt's. Ja. Eigentlich habe ich den Welser gefangen, dann muss man ja sagen. Ja, den haben wir jetzt zusammen. Ja, letztendlich. Ja, so machen das die Welsangler immer, gell? Mhm. Ja, nee, auf jeden Fall hat es geklappt. Ich habe mich unten mit dem Bein auf dem Baum da verkeilt und mit dem Arm oben verankert. Und dann habe ich so halb schwebend das Vorfach genommen, habe das in den einen Arm erstmal gegeben und dann habe ich ihm den Schnutengriff beigebracht. Und hab noch fast. Hast noch einen Drilling im Daumen gehabt? In den Drilling reingeballert, aber ich hab's doch knapp verfehlt, zum Glück. Und die sind giftig, die Drillinge. Ja, ja, sehr, sehr giftig. Und er war draußen. Zack. Der erste Wels dies Jahr. Gleich mal den Meter. Und dann schon gleich wieder den Meter. Also genau ein Meter. Ganz, ganz exakt. Also wirklich ganz exakt. Ja. Auf den Strich. Ja, und dann haben wir jahrelang oder bald jahrzehntelang früher als, jetzt können wir schon fast sagen, als Jugendliche drauf geangelt. Jetzt läuft's. Ja. Gewusst wie? Dann klappt's. Ja, mal gucken, vielleicht geht heute sogar auch noch ein Wels. Oh, das wäre ja was. Also ich würde mich freuen. Die Stelle ist aber gänzlich anders als die von ein paar Tagen. Ja, ja, das stimmt allerdings. Also hier muss man sich schon ein bisschen, ja, anders einstellen irgendwie. Na gut, aber gut. Wir haben ja auch ganz anders aufgefahren hier alles. Ja. Heißt nicht, dass wir hier nicht fangen können. Nö. Wels gibt es auf jeden Fall hier. Fast überall. Ja. Nur immer mit unterschiedlichen Methoden. So sieht's aus. Naja, so. Jetzt kann's losgehen. Ich bin bereit. Lass die Glocken klingen. Ja, ich hole noch einen Aal raus und dann werde ich die Route tauschen gegen die Welsroute. So wird's gemacht. Ja. Gut. Gut. So. Jetzt wird die zweite Route auf Wels ausgelegt. Mache ich jetzt hier auch Doppeltmontage auf, also mit Köderfisch. So. Ganz ohne Wurm kommen die jetzt rein.
Guten Morgen. Guten Morgen. Und? Du wolltest was erzählen? Du kannst ja erst mal was sagen noch. Es gab nichts mehr die Nacht, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Sonst wäre es nämlich zu sehen gewesen. Ja, obwohl das alles so ausgeklügelt eigentlich wunderbar funktioniert hat. Mhm. Hier, zack, da ist er wieder. Er hat sich wie gewünscht aufgebogen bei Extremzug. Ich konnte also alles wieder hier einholen. Aber es blieb der Biss aus. Das i-Tüpfelchen hat gefehlt heute. Mhm. Aber wie so oft. Meine U-Pose hatte sich verhakt. Ich habe nur einen riesen Klumpen. Mhm. Das war auch ein bisschen blöd. In der anderen Route war ein Ast drin. Wobei, das Vorfach war frei, es hätte vielleicht sogar noch fangen können. Klar. Naja, immerhin hat es einen Aal. Ja. So, jetzt geht's heim. Ja, auf geht Gas. Ich muss Brötchen holen. Ich habe ja die Wildkameras schon geholt. Ja. Die haben ja schon gesehen, die Filme. Also, die Bilder. Ich noch nicht. Du noch nicht? Kannst du ja dann den Film anschauen. Ja. Also gut. Dann bis zum nächsten Mal. Genau. Mach's gut. Tschüss. Servus.